Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Warframe. Der ein oder andere weiß es vielleicht, der Frost Prime ist so mein absolut bevorzugter Warframe. Er ist cool, er ist ein Star. Und welche Waffe würde da besser zu ihm passen als die Coolstar? Ja, ich weiß, der war so schlecht, dass es schon weh tat. Die Coolstar ist also die neue Sekundärwaffe, die uns mit Update 17 gegeben wurde. Hat erstmal eine relativ gewöhnungsbedürftige Optik, aber ja gut, wir wollen mal nicht so wählerisch sein. Erinnert mich so ein bisschen an die Angstrom von damals, wer sie vielleicht noch kennt, denn auch hier haben wir einen kleinen sekundären Granatwerfer. Gerade so, wir schauen uns mal eben hier die Normalwerte an. Wir haben eine Feuerrate von 2, eine Genauigkeit von 100%, was super ist. Die Crit-Chance ist, naja, ne, 5%, aber ganz ehrlich, bei Granaten wäre es sonst auch, glaube ich, auch ein bisschen sehr heftig, wenn da, keine Ahnung, eine Crit-Chance von 15-20% wäre. Crit-Multiplikator auch einen normalen von 2, ein 3er-Magazin, was erstmal nicht viel ist, eine Nachladezeit von 2 Sekunden und ein Status von 10% und 375 Explosionsschaden. So, ich habe sie momentan folgendermaßen gemoddet. Sie ist auf Level 30, ist eine Kartoffel drin, aber ich habe noch keine Form reingepackt, denn ich weiß nicht, ob ich die Waffe großartig spielen werde. Sie hat schon was, werdet ihr gleich sehen, zeige ich euch gleich, aber ich weiß noch nicht. So, immerhin, hier haben wir schon mal 25% Status, was wir aber nicht brauchen werden. Korrosionsschaden von 5200 und Explosion von 2900, das nur mit einem Hornissenstich, der noch nicht gemaxt ist, einer Laufstreuung, einem tödlichen Schwall und dann eben hier die beiden Elementarmods drin. Aber was kann die Waffe jetzt wirklich? Schauen wir uns das mal an. So, wir versuchen es erstmal an einigen korrumpierten Schlechtern auf Level 65. Ich habe keine Ahnung, ob das was wird. Schauen wir mal. Dann gucken wir mal hier. Und ja. Also schon nicht schlecht, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht, ob es man so schön sieht. Wie die Granaten sich so aufteilen und splitten. Hier sieht man es sehr schön. So, durch unseren Mehrverschuss, den wir haben, sind das ein paar, die dann da random durch die Gegend fliegen und auch nochmal Schaden machen. Also gegen die Level 65er, muss ich sagen, macht das gerade wirklich gut Schaden. Vielleicht sollten wir gleich den Level mal ein wenig erhöhen. Allerdings gilt auch bei dieser Waffe, man sollte selber nicht zu nah dran stehen, denn sonst bekommt man seinen eigenen Schaden voll in die Fresse. Wir versuchen es nochmal mit korrumpierten Schlechtern, diesmal auf Gegner Level 90. Höher kann ich leider aufgrund meines niedrigen Meisterschaftsrang von 18 nicht gehen. Mal gucken. Ach ja. Macht aber immer noch einen sehr guten Eindruck. Oh, der war ein bisschen daneben. Alter, wo schieße ich denn hin? Was? Ja, auf Level 90 wird schon ein bisschen schwieriger. Also wenn die jetzt eine gewisse Panzerung hätten, hätten wir wahrscheinlich schon ein Problem. Aber ihr seht, ach, man sieht das wirklich schön, wenn die sich so aufteilen, wie viel Schaden da nochmal nachkommt. Bam, 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 bam. Wir könnten uns ja mal einmal noch an einem schwer gepanzerten Gegner versuchen. Aber wirklich nur einen. Wir nehmen mal einen korrumpierten Kanonier. Aber wir lassen das Gegnerlevel einfach mal so. Oh, oh. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Ach du Scheiße. Da hinten steht er. Okay. Oh. Ja, da kommen wir schon nicht mehr so gut klar. Man sieht es, wir machen bei dem kaum Schaden. Wir kommen einfach nicht durch die dicke Rüstung durch. Ach, Mensch, doch. Komm. Aber mit genügend Geduld ist sogar das zu schaffen. Puh. So. Jetzt wissen wir also, die Coolstar ist wirklich keine schlechte Waffe, macht einen guten Schaden, ganz besonders geeignet gegen große Gegnermassen für einen höheren Level. Ja, ich denke mal, man müsste sie wenigstens, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4,
viermal mindestens polarisieren, um das Maximum herauszuholen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man dann wirklich den maximalen Schaden aus dieser Waffe herausholt, kommt man auch in etwas höheren Level noch ganz gut zurecht. Aus der Haus. Und tschüss.